Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde. Hier ist euer Ruby wieder in der Mine von Tickets, in der wir bald auf eine Höhle stoßen werden. In der Richtung da. Gehen wir mal weiter und die Prophezeiung war gar nicht mal so falsch. Also das war sogar ungefähr die Richtung. Sehr lustig. Es war sogar nicht mal die Richtung und trotzdem sind wir drauf gestoßen. Buddeln wir hier mal weiter und dann gehen wir mal in die Höhle. Obwohl ich lieber später in die Höhle gehen würde, ehrlich gesagt. Wisst ihr was? Wir buddeln uns hier rechts gleich einen Aufgang, keine Angst. Ich lasse natürlich keine Höhle verkommen. Soweit käme es noch. Kommen und kämen. Ach, egal, egal. Die sind heute so schlecht, das Niveau ist so tief wie ein gesunkenes Schiff. Hier spricht ihr Kapitän. Wir sinken. Letzter Funkspruch der IS-Niveau. Obwohl, wieso sollte man eigentlich sagen, hier ist ihr Kapitän, wir sinken als Funkspruch? Das ist ja mal obersinnlos. Aber da fällt mir gerade was zur Titanic ein. Wer es nicht weiß, die ist untergegangen, ne? Auf jeden Fall, da gab es irgendwie zwei Funker an Bord und die haben Folgendes gemacht. Die haben, während die ganzen Leute evakuiert wurden, haben die immer weiter nach Hilfe gefunkt. Und zwar haben die das so lange gemacht, bis die da wirklich aus dem Schiff rausgetragen werden mussten, weil die standen schon so tief im Wasser drin, dass denen einfach mal die Füße weggefault waren. Also denen waren die Füße abgefroren und dann sind sie weggefault. Was ja echt eine gruselige Vorstellung ist. Aber nur dank denen konnten dann diese drei Rettungsschiffe kommen, die dann die ganzen Rettungsboote aufgenommen haben. Man muss sich das ja auch mal vorstellen, so ein untergehendes Schiff, das hat ja auch einen unglaublich großen Sog. Das heißt, wenn man da nicht schnell genug wegkommt mit den Rettungsbooten, dann hast du auch ausgedient. Weil es sich dann einfach da ranzieht und wenn du Pech hast, zieht es dich sogar noch runter, sodass du dann ertrinkst, weil du nicht mehr hochkommst. Weil so ein paar hunderttausend Tonnen Stahl, wenn der absinkt, da werden natürlich ordentlich an Wassermassen verdrängt, die dann ja auch irgendwo hin müssen. Das heißt, es kommt dann auch zu extrem großen Wellen und weiß ich nicht was. Ich bin jetzt kein Experte in diesem Gebiet, aber dass da Wellen kommen, das kann sich ja wohl jeder selber vorstellen. Beziehungsweise, dass das Meer darum dann extrem unruhig wird. Und jetzt stellt euch das mal in einem Sturm vor, was da für ein Gewusel ist. Da ist die Überlebenschance wirklich schwindend gering. Ich habe jetzt nichts gegen Bootfahren. Ich bin schon ein paar Mal Boot gefahren. Ich betone Boot, weil es eben kein Schiff war, sondern ein Boot. Und ich meine, solange das Ufer in Sichtweite ist, kann man ja noch schwimmen. Zumindest in einem See. Auf dem Meer ist es dann schon schwieriger, weil die Strömung dich dann meistens raustreibt. Aber ich persönlich habe so ein bisschen Angst vor zur See fahren sozusagen. Obwohl der Sicherheitsstandard da ja schon extrem hoch ist mittlerweile, also bis da mal was passiert. Lustiger Fakt am Rande, in den USA sterben jährlich halb so viele Linkshänder durch Benutzung von Sachen, die für Rechtshänder gedacht sind, wie Verkehrstote im Jahr auf der ganzen Welt. Also da sterben einfach mal jährlich 2500 Menschen, weil sie irgendwie sich zu blöd anstellen, Sachen für Rechtshänder zu benutzen oder die Sachen einfach so einen niedrigen Sicherheitsstandard haben. Was weiß ich, man denke nur mal an Waffen, was da alles schiefgehen kann, ne? Da willst du bloß nachladen und dann, keine Ahnung, fliegt dir so eine Patrone um den Kopf, was ja alles sein kann. Schätze ich mal. Ich wünsche es niemand, weil ja, der Tod durch Kugel stelle ich mir irgendwie so mitunter als grausamste Tötungsmethode vor. Irgendwie schon noch betrüblich, dass das über 80 Staaten, Länder in, auf der Welt praktizieren. Weil das einfach nur Menschen, das ist einfach nur Grausamkeit. Und ich meine, angefangen hat das ja eigentlich während so
Ja, und so den Bürgerkriegen, so Deserteure wurden da ja einfach erschossen. Gab es einen ganz einfachen Grund für, Aufhängen dauert zu lange, alle anderen Todesmethoden ja, dauern auch zu lange. Bei so einem Schuss kannst du schnell einen, stellst du halt einen Exekutionskomitee bereit, was dann wahrscheinlich jede Armee hatte, und sagst dann halt mal in so einer 10-minütigen Verhandlung, ja, schuldig, für tot erklärt. Dann setzt du dich hin auf den Stuhl, wirst gefesselt und dann kommt halt der Schuss. Und das Grausamste dabei ist ja, falls der erste Schuss nicht trifft, also beziehungsweise es schießen ja 5 Leute gleichzeitig, und falls die es versauen, also alle 5 nicht tödlich treffen, dann darfst du so lange warten, bis jemand kommt und dir dann einen Gnadenschuss gibt. Was ich extrem grausam finde, weil, ne. Das sind einfach Schmerzen, die kann man sich auch gar nicht vorstellen. Und berichten kann natürlich auch kaum jemand davon. Also wie jetzt so ein Kopfschuss ist oder so. Obwohl du dann nicht mehr sehr viel spürst. Aber leben tust du ja definitiv noch. Du lebst noch ein paar Sekunden weiter. Lecker. Du lebst noch ein paar Sekunden weiter. Nachdem du beispielsweise geköpft wurdest, gab es mal so ein ganz interessantes Experiment zur Zeit der Französischen Revolution, wo ja auch Tausende von Menschen exekutiert wurden mit der Guillotine. Ja, und infolgedessen war irgendein Wissenschaftler dort mal, ein französischer Wissenschaftler, verurteilt worden. Keine Ahnung, ich glaube wegen irgendwie Misshandlung oder so. Zum Tod, und da hat ein Kollege sich dann gedacht, ja, warum den nicht anspornen, dass er in die Geschichtsbücher kommt und nochmal mit mir zusammenzuarbeiten. Und die hatten sich dann verabredet, dass der eine, der zum Tod verurteilt war, so lange mit den Augen blinzelt, wie es geht, und dann wurde der geköpft und der hat noch 15 Sekunden, nachdem der Kopf ab war, weiter geblinzelt. Das heißt, der hat alles mitgekriegt, was um sich rum war. Und das ist ja extrem grausam. Und seitdem ist die Guillotine nicht mehr so verbreitet gewesen. Also nach der Französischen Revolution war ja da recht wenig nur noch. Und hier war doch noch eben irgendein Erz. Oder? Nee, habe ich mich verguckt. Naja, es wurde ja angewandt, weil man dachte, es wäre eine der schnellsten Exekutionsmethoden. Und dann wurde man so belehrt, nein, es ist halt nicht die schnellste. Und wenn man sich dann mal vorstellt, dass bei... Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, welcher König es war, also wie er hieß. Der wurde dann ja auch geköpft und der soll ja angeblich so einen dicken Nacken gehabt haben, dass die da 2-mal ansetzen mussten mit der Guillotine. Und oh Gott, allein die Vorstellung tut richtig weh, wenn man da bedenkt, dass so eine Guillotine schon ein paar Kilo wiegt und dann steckt die da in deinem Hals drin und dein Hals ist nicht komplett durch, dein Wirbel ist angeschnitten. Was das auch für Schmerzen sein müssen, also wir unterhalten uns hier schon wieder über Foltermethoden, über Exekutionsmethoden. Gibt es bestimmt auch einen Minecraft-Mod irgendwie, dass man so Teamkameraden, also einfach Spieler exekutieren kann. Einfach, weil da jemand, wahrscheinlich einen Ami auch noch, ne, Spaß an der Freude hatte, möglichst brutalen Mod zu machen. Man muss ja sagen, die Amis sind sehr klischeebelastet, genauso wie wir Deutsche und wie jedes andere Land. Bloß bei den Amis ist es halt sehr deutlich, weil es da zu sehr vielen Ausschreitungen, zu sehr viel Waffengewalt kommt. Und Deutsche haben ja auch so eine Art Kultstatus, dass die da mit Waffen sehr viel an der Hand haben, weil wir sind ja irgendwie Waffenexportnation Nummer 3 oder 4, was weiß ich, irgendwie sowas war's. Und das ist natürlich eine extreme Summe, die da zusammenkommt bei den ganzen bei der Waffenindustrie, beim Verkauf und so. Also, wenn da so ein Amerikaner auf einen Deutscher trifft, da, schaut euch einfach mal das Video von LeFloid an, da hat er so ein bisschen geklärt, wie das war, als er in Amerika auf der Shooting Range war. Ich glaube, das Video habe ich unten verlinkt, hoffe ich mal, ne? Wenn ich es nicht wieder vergesse, verpenne, was weiß ich. Und für alle, die es bis jetzt geschafft haben, großen Applaus, denn ich sehe schon wieder auf der Uhr, wir haben gnadenlos überzogen, aber wirklich gnadenlos. Wir sind einfach mal verdammt schlecht. Und deshalb sage ich, wir sehen uns
im nächsten Part meinend wieder. Haben hier schon einen ganz beachtlichen Tunnel gebaut. Und bekommen da hoffentlich auch so viele Ressourcen raus, dass wir dann nächstes Mal mit, was weiß ich, Technik anfangen können. Ein bisschen Zinnerz werden wir ja wohl auch schon haben. Ja, hier jetzt nicht besonders viel, aber es reicht für die ersten technischen Sachen. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Lasst eine Bewertung da. Ich werde jetzt nicht, also ich werde öfter versuchen, solche Themen anzusprechen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt so Themen-Exekutionsmethoden, aber ja.